Hallo und herzlich willkommen hier bei der neuen Ausgabe von Aktiv dabei. Mercedes und ich werden uns heute der dritten Nacht der kreativen Köpfe hier in Cottbus stellen. Ich bin noch völlig außer Atem. Mercedes hat mir jetzt an der Kletterwand schon etwas vorgemacht. Ja, genau. Und auch dieses Jahr gibt es einige interessante Veranstaltungen, Präsentationen und vor allem Mitmachangebote, von denen sich jeder von uns ein paar ausgesucht hat. Jetzt sind wir hier gerade in der Unisporthalle an der Kletterwand, wie man kaum übersehen kann. Und am Ende des Abends werden wir uns dem Body Combat stellen, einer Kombination aus Aerobic, Kampfsport und Fitness. Und dieses Duell werden wir jetzt vorbereiten, indem wir uns ein wenig Fitness testen lassen. Ja, na dann. Glück auf, du wirst es gebrauchen. Wie gut ich es gebrauchen kann, zeigte der Stresstest in der Reha Vita. Dies war mein erster Anlaufpunkt, um herauszufinden, ob ich dem Duell mit Mercedes körperlich gewachsen war. Das Ergebnis klang wie folgt. Herzfrequenz ist relativ hoch mit 98. Das sollte aber nicht von Dauer sein, weil damit setzt du natürlich dein Herzen unnötig mit Stress aus. Das ist auch das Fitnesslevel natürlich mit 3 von 10 doch eher am unteren Ende angesiedelt ist. Ach, ich dachte 3 ist gut, also 1 ist dann top. Nee, 10 wäre dann sehr gut, 1 ist dann sehr, sehr schlecht. Das heißt, du bist schon fast durchschnittlich. Wie soll man sagen, ich sollte doch was tun. Also für dein Alter natürlich nicht so optimal. Also 2-3 Stunden die Woche mal so Laufbahn, so als Einstieg, in den Wald gehen, schreien. Gibt es da noch irgendwie nettere Grafiken? Oder? Nee, besser wird es leider nicht. Erst Sport, dann nochmal messen und dann wird es sicherlich auch besser aussehen. Gut, okay, dann freue ich mich mal drauf, was die nächsten Tests sagen. Mario, ich danke dir. Also so wie ich Matthias kenne, wird er sich irgendwas Standardmäßiges, Langweiliges ausdenken. Aber ich bin richtig cool und werde ihn richtig verwirren. Und zwar, indem ich hier heute im Familienhaus am Breakdance-Workshop mitmache. Neben mir habe ich mit den Friedemann, der mir einige coole Tipps geben wird, wie ich ihn zu Grund und Boden tanze. Na klar. Friedemann, wie kommst du zum Breakdance, zum Workshop hier im Familienhaus? Ja. Ich habe mich mit einem Kumpel damals auf dem Schulhof getroffen. Und wir haben die DC Rockers aufgemacht, damals Dance Control. Und wie lief's schon? Habt ihr schon tolle Erfahrungen gemacht? Ich sehe auch einige kleine Kinder, wie stellen die sich so an? Es ist immer ganz schön schwierig mit Kindern, weil sie natürlich ganz schön rumwuseln. Unter der Woche haben wir mehr. Und sag mal ganz kurz, so mein Outfit, ist das cool genug für einen Hip-Hopper? Kann ich ihn damit? Auf jeden Fall, also da gibt's keine Vorlagen, wie man das machen muss. Ist voll cool. Also, Matthias, ich mach dich fertig, du wirst sehen. Ja klar, Mercedes. Ich testete erst einmal den Kinderparcours. Denn auch für die Kleinen wurde etwas Spannendes geboten. Auf der Suche nach dem Schatz von Captain Silver musste auch ich über das raue Meer, schmale Schluchten und hohe Berge klettern. Leider wurde ich nicht fündig. Bei einer kleinen Koordinationsübung versuchte ich mein Glück. Der Turm von Hanoi hieß dieses Knobelspiel. Naja, sagen wir mal so. Ich übe noch. Jetzt bin ich an der Hochschule Lausitz. Der Breakdance-Workshop hat mich schon wunderbar vorbereitet. Aber um Matthias auch den Ernst der Lage zu erklären, dass er wirklich verlieren wird, haben wir jetzt hier an der Hochschule auf der Roboparty 2 Roboter so programmiert, dass er auf jeden Fall einsehen muss, dass ich die Gewinnerin bin. Roboter im Kampf gegen mich? Mercedes, mal ehrlich, wie sollte ich das denn vorbereiten? Die Architekturausstellung in der FH Lausitz zeigt Arbeiten von dortigen Studenten. Mercedes war gefesselt von den Details, dass sie glatt unser Duell vergessen hätte. Meine Wenigkeit ging nochmal in die Vollen. Und zwar in der Halle des Boxclub e.V. Cottbus 09. Dort wurden mir noch ein paar Grundtechniken gezeigt. So war zumindest die körperliche Vorbereitung gegeben.
Auch wenn Boxen vielleicht etwas brutal aussieht, die Jungs und auch die Mädels sind dort super sympathische Menschen. Wer einmal Lust auf Boxen verspürt, der Boxclub e.V. sucht engagierte und interessierte Jungs und Mädels sowie auch Männer und Frauen. Und was hast du alles gelernt? Ha, na, eine ganze Menge. Du wirst erstaunt sein, was ich jetzt alles kann und vor allem, wie cool ich dabei bin. Na, das glaube ich kaum, denn ich habe mich intensiv darauf vorbereitet und eins kann ich dir sagen. Ich kenne meinen Körper richtig. Na, dann zeig mal, was du kannst. Also ich würde sagen, für unsere Verhältnisse waren wir verdammt gut, aber an die Leute vom Body Combat kommt man nicht so einfach an einem Tag ran. Ich würde fast sagen, unentschieden zweiter Platz. Oh, das hört sich gerecht an. Dann würde ich sagen, ab feiern, Abschlussfeuerwerk in der Lagune, jetzt gleich sofort. Oh ja, das hört sich gut an.